Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video dreht sich alles um Magic Find. Wir werden uns die besten Ausrüstungsgegenstände anschauen, uns damit beschäftigen, wie viel MF sinnvoll ist und wo man gewünschte Unique Items am besten finden kann. Also seid gespannt. Zum Testen habe ich mir im Closed Battle Net Ladder eine Zauberin mit aktuell 742 MF zusammengebastelt. Würde ich den Inventar noch mit Charms vollpacken und statt Spirit ein Schild mit 4 Ist-Runen nehmen, würde ich locker auf über 900 kommen. Aber die Zauberin muss ja auch noch spielbar sein und Sachen aufheben können. Außerdem spielt es beim Farmen eben auch eine wesentliche Rolle, dass man möglichst schnell und viel killt, um möglichst viele Drops zu erzeugen. Viel MF bringt nichts, wenn man dafür nichts mehr platt bekommt. Wenn ein Run mit vollem MF-Gear viel zu lange dauert, ist es sinnvoller, in derselben Zeit mehrere Runs mit etwas weniger Magic Find zu machen. Schauen wir uns nun kurz die meiner Meinung nach besten Magic Find Items an. Die Waffe mit dem höchsten Wert ist zweifelsohne ein Schwert mit 6 Ist-Runen. Ein Kristallschwert ist dafür besonders gut geeignet, weil es einhändig ist und keine hohen Anforderungen zum Tragen hat. Ebenfalls eine gute Option ist ein Alibaba mit 2 Ist-Runen. Auf dem Kopf ist die Harlekins-Krone eine tolle Option. Sie hat 50 Magic Find und hier noch weitere 24 durch die Sockelung. Natürlich hätte man hier auch eine Ist-Rune reinballern können, aber da sie im Helm nur 1% MF mehr hinzufügt, ist der Unterschied unerheblich. Als Rüstung ist Skuldas Zorn die Nummer 1, die gibt mehr MF pro Charakterlevel als eine Enigma-Rüstung und kann zusätzlich noch gesockelt werden. Außerdem gibt sie auch plus 1 auf alle Skills. An den Füßen tun sich Kriegsreisender ganz gut, die haben 30 bis 50 Magic Find und sind auch sonst sehr gute Schuhe. Als Gürtel nehmen wir Goldträger, der gibt weitere 30% und als Handschuhe ein paar Wächtertroll, die geben 25 bis 40% MF. Als Schmuck sind zwei Nagelringe mit 20 bis 30 Magic Find super. Als Amulett wäre hier ja ein plus 2 Skills Amulett mit Magic Find nicht schlecht, aber man kann ja nicht alles haben, wie man so schön sagt. In den Inventar kommen natürlich ein Geats, der weitere 20 bis 40 MF gibt und natürlich die kleinen Zauber mit bis zu 7%. Es ist außerdem praktisch, etwas Wechselequipment im Würfel mitzunehmen, besonders wenn der Charakter noch nicht so stark ist. Dann kann man zum Beispiel Ringe, Gürtel und Handschuhe immer schnell nach Bedarf austauschen, je nachdem, ob man gerade MF voll ausreizen möchte oder mehr Schaden braucht. Werfen wir nun einen Blick in die Statistik. Beim Magic Find gibt es zwar keine Breakpoints, aber wir können hier sehen, dass die Wirkung nur bezüglich blauer Items linear steigt. Bei Rares, Set-Items und Uniques flacht die Kurve umso stärker ab, je höher der Wert. Die ersten 100 bis 200 Magic Find bringen am meisten und ab 400 steigt die effektive Wirkung nur noch sehr langsam, vor allem was Unique-Items angeht. In der Tabelle sehen wir als Beispiel die genauen Drop-Chancen für eine Harlekins-Krone bei Mephisto in Hölle. An der Stelle sei auch nochmals erwähnt, dass sich die Drop-Chance für Runen durch Magic Find nicht verbessert. Wenn es allgemein ums Farmen geht, bieten sich natürlich Boss-Runs, Level 85 Areas und gegebenenfalls auch Cow-Runs an. Wenn man auf der Suche nach bestimmten Gegenständen ist, kann es jedoch hilfreich sein, in den Drop-Calculator zu schauen. Dort kann man sich für jeden Gegenstand anzeigen lassen, wo man ihn am besten finden kann. Zu guter Letzt noch 10 Andariel und Mephisto-Runs mit 200 und mit 750 Magic Find im Vergleich. Ich hoffe, dieser Beitrag konnte euch weiterhelfen. Ich wünsche euch viel Glück beim Farmen, macht es gut und bis bald. Good day.
Greetings. Thank you.